Neuer Tag, wir werden immer noch vom Auge verfolgt. Sehr schön. Und jetzt klappern wir mal die Nester ab, ob da irgendwas noch drin ist. Da schnappen wir uns dann und verziehen uns ganz schnell zurück zu unserer neuen Basis. Genau, du kommst mal mit. Sehr schön. Haben wir überhaupt alles für das Vogelhaus? Das können wir hier nicht sehen. Na gut. Rückwärtsgang. Heute müssen wir es noch zurück schaffen. Wir haben es ja auch hierhin geschafft. Oh ne, wir haben es bis dahin geschafft. Ja, aber trotzdem. In einem Tag müssen wir es zurückschaffen. Und dann werden wir uns da wieder ein, zwei Tage ausruhen müssen, bis unsere Lebenspunkte wieder okay sind. Und in der Zeit können wir dann halt... Na, die Tollbirds. In der Zeit können wir dann halt die Forschungspunkte zusammenfarmen, um das Vogelhaus erst zu erforschen. Dafür brauchen wir auch 100 oder 200 Punkte. Samen können wir wieder mit, dober Vogel. Hau ab, dober... Ach, aber die Spinnenseite, da bin ich echt positiv überrascht, dass wir so viel noch rumliegen hatten. 18 Stück. Ich weiß gar nicht, für was wir das alles brauchten. Also primär wollte ich es ja immer für das Käfernetz haben, wo ich der Meinung war, dass es wesentlich mehr Ressourcen bräuchte, als es jetzt brauchte. Aber da waren noch andere Sachen. Aber da will ich jetzt nicht im Laufen nachgucken müssen. Außerdem werden wir die meisten Sachen eh nicht sehen, weil wir keine Forschungsmaschine haben. Das können wir also gleich im neuen Lager machen. So, da oben hoch. Steine kloppen können wir uns auch erstmal schenken. Genug Steine haben wir ja und Inventarplatz haben wir nicht so wirklich viel. Also ja, wir können den einen Tanzapfen wegschmeißen, das Monsterfleisch vielleicht. Aber das Monsterfleisch ist gar nicht mal so schlecht, jetzt wo wir die Kochtöpfe haben. Da kommt ja einigermaßen gutes Essen bei raus. Also dieses Meaty Stew, dieser Fleischeintopf. Und wir haben schon 102. Also wir überleben richtig lange und von der Eskalation merke ich immer noch nichts. Also es sind maximal ein roter Wolf und 4 normale Wölfe. Und so viele waren es auch am zweiten Angriff oder so schon. Also ja, da müssen sich noch was anderes einfallen lassen. Wie zum Beispiel diese Spinnenkönigin, wenn die noch irgendwas Garstiges, Geheimes kann, wie zum Beispiel Eier legen. Das werden wir auch mit der Zeit rausbekommen, denke ich. Jetzt müssen wir gucken, wenn man die töten kann. Da bräuchten wir wahrscheinlich eine Schweinearmee für. Und die Schweinearmee können wir eigentlich jetzt schon abhaken. Denn wir haben jetzt 6, 7, 8, 9, 10 Schweine umgebracht, ohne einen Pigskin zu bekommen. Und für eine Schweinehütte bräuchte man 4 Pigskin. Ja, immer noch 4 Pigskin. Das heißt, das ist echt eine Sisyphus-Arbeit, das alles zusammenzubekommen. Ja, ich habe euch auch vermisst. So, und gleich im neuen Lager, sehr schön. Und so noch jede Menge Zeit über heute. Heißt, wir sortieren erstmal alles ein und dann gucken wir mal, wie teuer das Vogelhaus ist. So, Panflöte kann irgendwo hier rein. Hammer auch. Pickaxe auch. Vogelnetz, Dingsnetz da auch. Monsterfleisch kann ich hier rein. Die Seide kann dahin. Die können dahin. Hatten wir schon Platz für Zähne? Nö. Ein Zahn kann da rein. So, der Helm kann hier noch auf dem Boden. Und da ist die Forschungsmaschine. Vogelkäfig. Braucht 2 Papier, 6 Gold und 100 Forschungspunkte. 100 Forschungspunkte müssen wir hinbekommen. Sogar mit dem Gras, was wir jetzt schon haben. Auch wenn wir das eigentlich lieber nachts machen sollten. Nachts haben wir eh nicht viel zu tun. Also nutzen wir jetzt lieber den Vierteltag oder was wir da noch haben, aus, um hier ein paar Ressourcen zu sammeln. So. Die Farmen sehen auch ganz gut aus. Auch wenn ich in den Kommentaren gelesen habe, dass es eine Möglichkeit geben soll, gezielt etwas anzubauen. Das stelle ich mir komisch vor. Also eventuell könnte man die Früchte selber irgendwie zerlegen, um an deren Samen ranzukommen. Aber wie? Das müssen wir erst noch ausprobieren. So, 2 neue Schweine. Ich glaube, mit denen lege ich mich mal an. Erst müssen wir kurz was zu essen rausholen. Dann die Rüstung anziehen. Und dann am besten einen von den einzeln bekommen. Oh,
Oder so. Und komm schon. Immer noch kein Pigskin. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Es war jetzt locker schon ein Dutzend Schweine, die wir umgebracht haben. Oh, vielleicht muss man die Schweine rasieren. In Anführungszeichen, während sie schlafen. Aber ich glaube, die werden wach, wenn man denen ein Stück Haut rausschneidet. Außerdem ist das ganz schön makaber. Na gut. 1, 2, 3. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben vergessen, den Rucksack mitzunehmen. Das sollten wir noch ganz schnell ändern. Nicht, dass dann nachts irgendjemand ankommt, den kaputt macht mit den Eiern drin. Das war doch hier. Ah ja, genau, da. So. Ganz schnell wieder zurück. Wird nämlich gleich zappenduster. Und jetzt können wir die ganze Sache im Lager machen. Also erstmal essen. Dann nochmal diesen Eintopf hier oben essen. Der einen auch nicht ganz voll macht. 6 Goldnuggets, das passt ja. Genauso viele brauchen wir ja für die Vogelhütte. Und jetzt zu Ende forschen. Auf die 100 kommen wir relativ schnell. Und da müssen wir mal gucken, wo wir die hinstellen. Denn wir müssen dann bedenken, es kommen ja Tallbirds bei raus. In den Kommentaren stand ebenfalls, dass die einem helfen bei der Farmarbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein ernst gemeinter Kommentar war. Oder ob die nicht im Gegenteil eher die ganze Farm auseinandernehmen. Aber ich vertraue da mal meinen Zuschauern. Und wenn es nicht klappt, dann banne ich die Typen einfach. So einfach ist das. So, wir müssen jetzt forschen. Das da. Wir haben, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit, Papyrus zu bauen, oder? 4 Stück brauchen wir davon. So. Papyrus. 1. 2. Für die Vogelhütte brauchen wir 2, genau. 6 Goldklumpen noch. So, und wir bauen dich. Neben die Farm, wie gesagt. Flupp. Sehen wir zwar noch nichts von, aber sobald es hell wird, können wir da die Eier reinsetzen. Kurz noch die Farm hier abklappern. Neue Samen rein. 1, 2, 3, 4. Essen können wir wieder schön verkochen. 1, 2 und Monsterfleisch. Damit der Meaty-Stew rauskommt und nicht dieser Kartoffelauflauf da. Der bringt ja fast gar nichts. So. Kochen. So. Und ein Tollbird-Ei können wir nicht da reinlegen. Was soll denn das? Ich sollte einen Vogel da reintun. Ja, das ist vollkommen richtig. Was machen wir damit? Müssen wir dich in die Nähe von Feuer legen vielleicht, damit du warm wirst? Also nicht kochen, nur warm werden. Sollte ein Vogel da rein tun. Oh, ich habe was knacken hören. Das mit dem Feuer war, glaube ich, richtig. Ein ausbrütendes Ei. Können wir auch nicht reintun. Wackel, wackel. Musst du vielleicht zurück zum Feuer? Oder einfach nur warten? Ich bin so aufgeregt. Ich werde schon wieder Papa. So. Ich lege das andere Ei einfach mal neben das Feuer und warte ab. Und gucke, ob das dann schneller ausbrütet als das da. Und ich mache das Feuer am besten nochmal an. So, du knackst auch gerade. Aber sonst passiert da nicht so wirklich viel. Aber das ist jetzt rot und schwitzt. Das da wackelt einfach nur rum. Wahrscheinlich gibt es mehrere Phasen. Also zum Ausbruch muss man das einmal eben das Feuer legen, danach irgendwo anders hinlegen und dann kann man es irgendwann da reintun.
Können wir noch nichts damit machen, ne? Nö. Wir können es immer noch kochen, das will ich aber nicht wirklich. Wir können es düngen. Okay, da ist es noch blau. Hier wird's rot. Hm. Oh. Was ist geplatzt? Platzen ist nicht gut. Das ist ja übel. Also man darf es nicht lange neben dem Feuer liegen lassen. Denn platzen die irgendwann sind einfach nur kaputt. Und man kann sie essen. Also nee. Erstmal ans Feuer, damit sie warm werden. Und dann, was können wir dann machen? Eigentlich dürfte es jetzt nur noch Zeit brauchen. Warum wackelt das so? Ist das vielleicht ein Hinweis? Kann man mit dem Hammer raufhauen? Also ja, wahrscheinlich brennt es einfach nur kaputt. Ja. Wo ist der Hammer hin? In der Hand, okay. Nö, Hammer ist es also auch nicht. Kam wieder zurück. Eine Panflöte, damit es rauskommt. Komm, ich sing dir was vor. Nö. Hat es wahrscheinlich eher irritiert als sonst irgendwas. Füttern können wir es auch noch nicht. Außerdem wäre es makaber, wenn wir seinen Bruder ihn verfüttern würden. Maiskolb. Ich lege jetzt einfach ganz viel Essen um das Ei rum. Nö. Ha. Also ich glaube nicht, dass man so lange warten muss, bis da irgendwas kommt. Weil das mit dem Aufknacken neben dem Lagerfeuer ging ja relativ schnell. Vielleicht jetzt neben dem Feuer, das aus ist? Nö, keine neue Animation. Einfach so dabei haben vielleicht. Ja, das könnte es sein. Wir laufen jetzt einfach eine Weile mit dem Ei im Inventar rum und gucken, ob irgendwann da sich was ändert. Und wenn sie nach einem Tag nichts tut, dann müssen wir halt weiter rum experimentieren. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Sonst stehen wir jetzt da und starren ein, zwei Folgen lang nur auf das Ei. Das wäre auch ein bisschen langweilig. So, ganz viel Gras wieder mitnehmen für das nächste Forschungsprojekt. Das Papyrus und die Balken können wir gleich auch nochmal wegsortieren. Die Drachenfrucht genauso und das Fleisch sollten wir noch verkochen. Aber das können wir gleich machen, wenn es wieder dunkel wird. Dieser Tag ging ja doch recht schnell vorbei. Also für mich jedenfalls, weil ich die ganze Zeit rumexperimentiert habe. Hier ist kein neues Schweinchen, na gut. Dünger kommt mit zum Verfeuern und ja, wird dunkel. Ich glaube, ich nehme die Blumen jetzt auch mal mit. In der Hoffnung, dass wir davon schnell genug jede Menge finden als quasi Notfall-Heiltrank. Weil jede Blume bringt ja auch ein, zwei Lebenspunkte. Aber das ist hier, glaube ich, nicht die richtige Ecke für Blumen. Dafür ist es irgendwie zu trocken. Nö. Das war die einzige Blume weit und breit. Super. Na gut, die essen wir auch gleich mal. Wir sind bei 60. 61. Ein Lebenspunkt. Ja, nee. Das können wir nebenbei mal einsammeln, aber so wirklich drauf achten sollten wir nicht. Du kannst weg. Du kommst da rein. 1, 2, 3, 4. Mit dem Rest düngen wir einfach mal. Flum. Du kannst da rein. Vielleicht müssen wir das Ei auch in eine Kiste packen. Oh, wir sollten es nicht in die Kiste packen mit dem Omelett. So. Kiste zu, schön warm, schön dunkel. Und gleich bricht hier ein Tallbird raus und macht alles kaputt. Nö. Ja, da müssen wir echt gucken, wie das funktioniert. Ich hätte mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Ich hätte das Ei jetzt da reingesetzt und gewartet. Aber, na gut. Oh, er schläft. Da ist niemand drin, Wilson. Mit wem redest du? Okay. Nö, also Kiste war es wahrscheinlich auch nicht. Komisch, komisch, komisch. So, du da rein, du. Hast du einen Platz?
Du da rein. Sonst noch was zum Wegsortieren? Nö, nicht wirklich. Vielleicht müssen wir das Ei auch immer mal wieder neben das Feuer legen. Also nur so ganz kurz, damit es nicht verbrennt, aber wenigstens etwas Wärme bekommt. Aber das will ich nicht unbedingt riskieren. Wir haben nur noch das eine Ei. Und ich weiß nicht, wie schnell die Tallbirds da Nacht produzieren, in Anführungszeichen. Gehen wir nochmal durch, was wir sonst so haben. Wir können das mit Spinnseide umhüllen. Nö. Füttern können wir es nicht. Seil drum binden? Nö. Vorsägen haben wir schon ausprobiert. Kochtopf wird es nicht sein. Ein schlüpfendes Tallbird-Ei. Na gut, das werden wir morgen ausprobieren müssen, wie das jetzt funktioniert. Wir sehen uns dann gleich wieder.